Hallo zusammen. Jetzt sind es nur noch 12 Tage bis zur Kommunalwahl am 12. September und ich möchte diese Tage nutzen, um euch nochmal mit 7 Videos 7 Gründe zu nennen, warum ihr mir am 12. September eure Stimme als Kandidat für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters in der Samtgemeinde Rodenberg geben sollt. Ich möchte heute beginnen mit dem Thema, das sich im Grunde durch die ganze Gesellschaft zieht. Das ist das Thema Digitalisierung. Digitalisierung gibt es in fast allen Bereichen unseres Lebens, so natürlich auch im Rathaus. Ich glaube, dieses Thema müssen wir sukzessive angehen, in 2 Schritten. Ganz schnell möchte ich damit beginnen, alle die E-Government-Angebote, die es jetzt schon im Internet gibt, sei es der Antrag auf ein Führungszeugnis, der Antrag, den ich fürs BAföG machen muss, oder ich brauche einen neuen Schwerbehindertenausweis. Alle diese Angebote, die es schon gibt, möchte ich in den Internetauftritt der Samtgemeinde Rodenberg integrieren, damit wir mehr Service, mehr Angebote in der Samtgemeinde Rodenberg generieren können. Dazu möchte ich, und das ist auch ein für mich wesentlicher Beitrag zum Thema Bürgerorientierung, das ist die Einführung der Behördennummer 115. Eine Möglichkeit, um halt sehr schnell telefonisch an Auskünfte, an Unterlagen, an alle möglichen Informationen zu bekommen, die es mir dann erlaubt, eben nicht mehr aufs Rathaus gehen zu müssen. Das ist ein Modell, was es in vielen anderen Regionen Deutschlands schon gibt und sehr gut funktioniert. Ich glaube, das können wir auch in der Samtgemeinde Rodenberg kurzfristig umsetzen. Mittelfristig ist allerdings Digitalisierung nicht zu denken ohne das Thema Dokumentenmanagementsysteme im Rathaus. Das ist ein sehr komplexes Thema, das sich nicht von heute auf morgen umsetzen lässt, aber dem müssen wir uns mittelfristig stellen. Digitalisierung hört natürlich nicht im Rathaus auf, sondern wir haben gerade in den Zeiten von Corona gesehen, wie wichtig dieses Thema WLAN, Ausstattung mit digitalen Endgeräten in den Schulen ist. Mit den Grundschulen in der Samtgemeinde Rodenberg möchte ich deswegen ins Gespräch kommen über Medienkonzepte der Schulen. Was brauchen die Schulen? Wie können wir das als Politik und Verwaltung in der Samtgemeinde umsetzen, um den Kindern in unseren Schulen die bestmöglichen digitalen Lernmöglichkeiten zu eröffnen? Wenn wir über Bildung sprechen, dann möchte ich nicht nur an Schulen denken, sondern ich möchte auch an Kitas denken. Die Erzieherinnen und Erzieher müssen in den Kitas mehr und mehr und mehr dokumentieren, was sie tun. Zeit, die sie eigentlich viel besser am Kind verbringen könnten. Deswegen müssen wir auch unsere Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas bestmöglich mit Endgeräten und digitalen Möglichkeiten ausstatten. Soweit erstmal meine Vorstellung zum Thema Digitalisierung in der Samtgemeinde Rodenberg. Ganz grob umrissen. Das Ganze muss natürlich ausgearbeitet werden mit den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus am Amtsplatz in Rodenberg. Ich freue mich drauf, wenn ich Ihre Stimme bekomme am 12. September. Es grüßt Sie, Ihr Thomas Wolf.